Guck mal, da bist du. Guck mal, das bist du. Das bist du, guck mal. Das bist du. Siehst du? Guck mal, da bist du zu sehen. Schau mal. Das ist so ein Lieber, ne? Ja. Ja, ne, du bist so ein Lieber. Sieh mal zu, dass du wieder gesund bist, ne? Ja, dein Leben hat doch erst angefangen, ne? Ja, kann nicht sein, dass schon wieder zu Ende ist. Ja, komm mal. Du bist so ein Lieber. Ja, liebe Freunde, ich melde mich hier nochmal vom Tierlebenshof mit einer kleinen Anmerkung. Ja, wir hatten ja einige Kommentare auf der Seite, die sagten, ja, wir sind schuld, dass dieser Hund bissig ist und wir hätten ihn in die Ecke gedrängt und wir hätten ihn hier mit diesen Handschuhen hier, mit diesen Schutzhandschuhen böse gemacht. Ja, dazu möchte ich nur einfach sagen, dieser Hund ist zu uns gekommen, weil er mehrfach zugebissen hat, auch Kinder. Ja, und der war in einer Wohnung mit 4 oder 5 kleinen Kindern. Dort hat er hingemacht, im 5. Stock. Ja, dann hat er auch noch Durchfall gekriegt und haben die Leute ihn angeleint, die Treppe runtergeschliffen, weil er in die schöne Wohnung gemacht hat. Und deshalb hat dieser Hund eine Aversion dagegen, dass man ihm an die Leine fasst. Und alle, die erzählen, ja, dass es normal ist, dass ein Herdenschutzhund, der will nicht gefilmt werden, der will keine Kamera sehen. Gucken Sie, wie er so eine Angst vor der Kamera hat. Er will nicht ans Halsband gefasst werden, das ist doch alles Blödsinn. Ja? Jedes Tier, was zur Welt kommt, ist im Grunde gleich. Wir sind alle geprägt, ja? Wir sind ein Ergebnis unserer Umwelt. Es ist also so, wenn ein Tier zur Welt kommt, es gibt doch keine Kampfhunde oder sonst irgendwas, sondern es ist immer ein Ergebnis seiner Erziehung und seiner Prägung, auch er. Ja? Und er ist einfach misshandelt worden. Und aus diesem Grunde schnappt er einfach zu, wenn man ihm ans Halsband fasst, weil er einfach denkt, dass er dann wieder umhergeschleudert und umhergerissen wird. Und das ist der Grund, warum dieser kleine Kerl zuschnappt. Und nicht, weil er gefilmt wird, sich in die Enge gedrängt fühlt oder aus sonst irgendwelchen Gründen. Und wissen Sie, ich habe keine Ahnung von Hunden, überhaupt nicht. Aber die Leute, die das kommentieren, die haben nicht nur keine Ahnung wie ich, die haben überhaupt gar keine Ahnung. Ja, weil ein Hund ist wirklich das Ergebnis seiner Erziehung. Und wenn Sie mit dem liebevoll umgehen, auch mit einem Welpen, dann beißt er Sie auch nicht. Ja, das ist total Blödsinn. Und dieser Hund, der hat schon die Frau Arndt gebissen, als sie ihn abgeholt hat. Und aus diesem Grunde werde ich den garantiert nicht anleihen, ohne diese Handschuhe, weil ich werde mich von ihm nicht beißen lassen. So, also, wer so dumm ist und das mitmacht, bitteschön. Ja, und der hat auch, Sie sehen ja, was der für eine Angst vor den Handschuhen hat. Überhaupt gar keine, interessiert den gar nicht. Ja, also das ist, bitte, halten Sie sich da mit Ihren Kommentaren, die absoluter Schwachsinn sind, einfach mal ein bisschen zurück. Und wenn Sie was zu sagen haben, dann sagen Sie irgendwas Sinnvolles, etwas, wovon Sie Ahnung haben. Ja, in diesem Sinne, wir werden jetzt erstmal reingehen. Die anderen, die wollen nämlich auch noch spazieren gehen. Und dann tschüss.